Alle Startler und Boxen auf zum 9. Rennen, den großen Preis des Gestüts Pferdhof. 1600 Meter die Distanz. Und Los Campanos mit an der Außenseite Coppelia, die gehen gleich an die Spitze und machen vorne mächtig Stoff, sorgen für ein schnelles Tempo. Dahinter sieht man dann Felora als dritte Kandidatin, außen Clear for Take-Off. Dann Wonnemond, der Favorit mit Armands, Melodino und dahinter dann Showtime und am Ende des Feldes galoppiert Cabarita. So sind die Pferde gleich ausgangs zur Gegenseite unterwegs unter der Führung von Coppelia. Coppelia führt mit knapp einer Länge vor Los Campanos. Dahinter dann führt Felora, das Verfolgertreffen näher heran mit Clear for Take-Off. Dahinter dann Wonnemond, der Favorit. Dann sieht man weiter innen dicht auf Armands und dahinter dann Showtime und Cabarita gemeinsam jetzt am Ende des Feldes. Vorne, da ist aber unverändert Coppelia. Coppelia knapp im Vorteil vor Los Campanos. Die marschieren kräftig vorne weg. Coppelia noch im Vorteil vor Los Campanos, Clear for Take-Off. Dahinter in dritter Position Wladimir Panov, der rauft sich, nimmt sich die Brille runter. Es geht jetzt um den letzten Knick. Los Campanos mit außen, Coppelia, Clear for Take-Off. Die drei jetzt fast in Linie. Los Campanos mit an der Außenseite, Clear for Take-Off. Der hat die beste Spur. Clear for Take-Off ist vorne. Clear for Take-Off mit dem Kommando. Dahinter dann Coppelia. Armands kommt jetzt an der Außen, an der Bahn mit dem immer besser in die Partie. Aber Clear for Take-Off ist vorne. Melodino verschafft sich da auch noch Raum, aber Clear for Take-Off mit Armands wird stärker, Armands wird stärker, Armands ist vorne, Armands und Wonnemond kommt, Armands, aber Armands mit Wonnemond streckt sich, Armands mit Wonnemond und Armands gewinnt mit einer halben Länge vor Wonnemond. Dahinter dann Melodino, hatte nicht das beste Rennen in der Schlussphase und dahinter dann auf dem vierten Platz Clear for Take-Off mit Coppelia, Cabarita, Showtime, Los Campanos und Felora.